Ich betrachte es gegenwärtig nur als meine Aufgabe, das Misstrauen der Franzosen zu zerstreuen, für meine Person ihr Vertrauen zu gewinnen, damit dann jemand da sei, mit dem sie sprechen, sich getrauen. Und damit herzlich willkommen zur Folge 79 von vor 100, einer außerplanmäßigen Folge. Und wir starteten mit einem Zitat vorgelesen von Luis. Hallo Luis übrigens. Ja, hallo Steffen. Dieses Zitat war natürlich mal wieder von Harry Graf Kessler, den natürlich. James Bond aus der Zeit von vor 100 Jahren. Wie sollte es anders sein? Welche Folge haben wir heute? Folge 79. Und eine Sonderfolge. Ja. Denn sie ist außerplanmäßig. Und diese Folge soll letztendlich ein kurzer Abriss von Harry Graf Kessler sein. Absolut, weil ja, wir reden ja in jeder Folge über Harry Graf Kessler. Und es ist immer schwierig, weil man hat ja nur ein Puzzlestück aus seinem Leben. Und wer das ganze Puzzle sehen will, der kann diese Folge hören. Auch wir werden in jeder Folge auf diese Folge verweisen. Die ist eher zum Nachhören gedacht für alle, die nochmal den Hintergrund über Harry Graf Kessler wissen wollen. Genau. Und es wird aber auch so sein, dass wir jetzt nicht sein komplettes Leben erzählen, sondern nur uns auf den Zeitraum bis jetzt vor 100 Jahren beschränken. Und dann, wir haben so vor, vielleicht in der nächsten Zukunft immer mal wieder ein bisschen mehr zu machen. Und das wird eine Kette von Harry Graf Kessler Folgen wahrscheinlich geben. Ja, wir haben noch viel vor. Wir wollen jetzt wirklich eingedampft auf hoffentlich wenige Minuten die relevanten Informationen, um zu verstehen, über was ich eigentlich immer rede, wenn ich sein Tagebuch vorlese. Und ja, wir haben auch kein Hausmeisterteil, aber ich finde, der Tradition halber sollten wir trotzdem mit Whisky anstoßen, Luis. Und ein wichtiger Hinweis, das ist die erste Folge in Steffens neuer Wohnung. Steffen ist erfolgreich angezogen und herzlich willkommen zu deiner neuen Wohnung. Und eingezogen bin ich auch, Prost. Ja, die ist sehr schön, die Wohnung. Ja, danke. Wir stoßen ja an mit einem sehr torfigen Scotch. Ja. Und der ist wirklich sehr torfig. Nee, der ist nicht sehr torfig, der ist nur torfig. Es gibt noch ganz andere. Es könnte auch ein Artberg oder sowas sein. Es gibt so eine und solche. Dann gibt es noch ganz andere. Und das sind die torfigsten. Nee, aber so ganz. Nee, ist nicht richtig. Egal. Jedenfalls, der schmeckt aber sehr lecker. Louis ist sehr zufrieden. Wir trinken Springbank. Springbank. Sehr, sehr gut. Also, wer einen mildtorfigen Whisky möchte, ich finde den, der ist mildtorfig, aber torfig. Okay. Ich trinke ja nicht so gern torfig, deswegen ist das für mich schon Torf. Torfigste Torf. Gut. Wir haben jetzt, glaube ich, zwei Minuten. Gut. Lass mich noch kurz dich etwas fragen, Luis, denn für alle, die diese Folge zum ersten Mal hören über Harry Graf Kessler, was nimmst du denn jetzt als Quellengrundlage? Und zwar, ich habe das Tagebuch. Der Mann hat viel geschrieben. Das Tagebuch gibt es in einer ungekürzten Ausgabe, Gott sei Dank, vom Gotha Verlag mit C geschrieben. Klett Gotha, das sind noch die Herr der Ringe Bücher machen. Mhm. Das sind 9 Bände. Und das 6. Band, das habe ich hier vorliegen, das hat nur 2 Jahre seines Schaffens. Und das sind. Das ist sehr, sehr dick. Das sind, keine Ahnung, das hat 1000 Seiten, würde ich mal schätzen. Ja, also es ist ein sehr, sehr dickes Buch. Ja, 950 Seiten. Und das Schöne an diesem Buch ist auch, Luis möchte öfter mal ein paar Passagen lesen, nur sind die leider auch, denn wenn Harry Graf Kessler auf Französisch oder Spanisch geschrieben hat, dann wurden die auch so übernommen und dann stehen die da auf Französisch und Spanisch da. Ja, weil das ist die ungekürzte Aufgabe und auch nicht lektoriert durch einen Lektor. Das heißt, sämtliche orthografischen Fehler sind auch noch vorhanden und auch unübersetzt. Und ich habe bis jetzt genau spanische, englische und französische Textstellen gefunden und da gibt es keinerlei Übersetzung zu. Und ich meine, der Mann ist, kommen wir gleich zu, ist sehr gebildet und der beschäftigt sich auch mal so mit theatertheoretischen und kunsttheoretischen Fragestellungen auf Spanisch. Und zwar vor 100 Jahre alten Spanisch und übersetzt. Da hätte ich wahrscheinlich mit meinem Spanisch auch noch kleine Probleme, das zu verstehen. Ich kann gar kein Spanisch. Also der Leser dieses Buches, der sollte am besten 4 Sprachen sprechen und am besten auch das verstehen, was ein Deutscher an dieser Fremdsprache wiedergibt. 100 Jahre in der Vergangenheit. Ja, stimmt. Also ist eine spannende Gehirnaufgabe. Einige, also ich muss zugeben, manche Stellen verstehe ich dann auch nicht, aber das ist dann halt so. Noch zu erwähnen ist, dass dieses Tagebuch bewusst von Harry Graf Kessler geschrieben wurde, bewusst für die Nachwelt.
Und das ist jetzt nicht sein privates Tagebuch, das hatte er auch noch, wo er wirklich dann seine Gedanken aufgeschrieben hat, die jetzt aber nicht für die Nachwelt waren zum Lesen. Also dieses Buch ist wirklich geschrieben für die Nachwelt. Ja, also genau. Und zwar, es ist geschrieben für die Nachwelt und er hatte das Ziel, später Memoiren. Dafür sollten die als Grundlage und Erinnerungshilfe dienen. Deswegen sind die auch so umfangreich. Ah, ja. Und er hat auch sehr viele Gedächtnisprotokolle über all seine wichtigen Gespräche halt hier niedergeschrieben. Ja, das ist schon sinnvoll, sowas zu machen. Wenn wir das machen würden, wir hätten jetzt nicht so interessante Dinge zu schreiben, glaube ich. Und wir hätten auch nicht so viele Persönlichkeiten, die heute 100 Jahre später einen Wikipedia-Artikel haben. Absolut. Getroffen, aber gut. Fangen wir mal an, wenn wir das Buch aufschlagen. Das ist halt eine sehr schöne Ausgabe, so in roten Samt gebunden, mit großen goldenen Buchstaben. Mhm. Ich lese es halt ständig in dieses Ding in irgendwelchen S-Bahnen und Zügen. Ist halt so eine 60-Euro-Ausgabe, haben wir dafür bezahlt und von dem Spenden auch bezahlt, von den Hörern. Ja, liebe Zeitreisende, eure Spenden werden investiert in Bücher. In solche Bücher lese ich das immer. Und wenn wir es aufschlagen, haben wir einen Farbdruck von einem Porträt von Harry Graf Kessler. Steffen, was würdest du dazu sagen? Also ich sehe hier einen Mann, ungefähr Mitte, Ende 40, in einer Uniform mit ernstem Blick, leicht von oben herabblickend, guckend. Wie ist dein Gefühl, wenn du das Bild siehst? Wie würdest du sagen, was fühlst du, wenn du ihn siehst? Der Mann hat Würde. Das ist mein, also auch wenn ich jetzt Harry Graf Kessler schon kennengelernt habe durch die letzten Folgen, aber wenn ich dieses Porträt sehe, dieser Mann hat Würde und dadurch, dass er auch eine Uniform anhat und sich damit porträtieren lässt, er hat auch ein gewisses Empfinden nach Zucht und Ordnung. Okay, interessant. Meinst du, wir können das Bild auf diese Episodenbeschreibung passen, auf die abfotografieren und auf die Seite packen oder eher nicht? Da müssen wir gucken, ob dieses Bild, welche Rechte darauf sind. Wenn nicht, können wir aber verlinken auf das Bild. Da müssen wir, das wird es sicherlich irgendwo geben. Gucken wir mal. Jetzt haben wir hier eine Seite, und zwar die erste Seite aus diesem Buch. Haben wir abfotografiert seine Handschrift in sein Tagebuch. Also ich möchte das nicht abtippen müssen. Ist sehr verschnörkelt, ne? Aber es gibt Schlimmeres. Ist irgendwie dann noch lesbar, ne? Mhm. Jetzt, wie sieht sein Tagebuch aus? Wir fangen mal an mit den absoluten Grundlagen, ne? Wie muss man sich das vorstellen? Das haben wir hier irgendwo abfotografiert. Genau, so sieht sein Tagebuch aus. Das ist sozusagen das Format, was er bis 1912 verwendet hat. Und zwar, das ist das Format, was er sozusagen von 1916 bis 1917 verwendet hat. Das ist ein sehr kleines Büchlein. Ja, das musst du ja auch immer auf den Reisen mit haben. Also genau. Ich schreibe ja selber auch Tagebuch und dieses Buch, was ich jetzt zur Zeit habe, das ist viel zu groß. Mhm. Ich habe das nicht ständig dabei und dementsprechend sind auch die Einträge sehr rar. Und der ist sehr interessant. Also er schreibt wirklich total randlos. Ne? Mhm. Er hat keinen Rand, links, rechts, oben, unten. Er schreibt die Seiten komplett voll. Das würde ich sagen, ist A6 oder A5 Größe, kann ich nicht genau sagen. In Leder eingeschlagen. Ja, könnte sein. Ist am Literaturarchiv in Marburg einzusehen. Ich weiß nicht, mit welchen Berechtigungen man da, die man braucht, um das zu sehen, aber da ist es zumindest im Archiv dann vorhanden. Und was ich interessant finde, ist, wenn ich die Schrift sehe, eine Seite, ich kann das ja relativ gut vergleichen, weil wir haben vorhin ein Abbild von einer Seite und ich kenne die Stelle im Buch, die da abgedruckt ist. Dann können wir auch mal abschätzen, wie viel Buchseite, genau. Also das hier, also eine halbe Seite Buch ist eine Seite in sein Tagebuch. Also ist gar nicht mal so schlecht, finde ich. Hm. Also ja, normalerweise brauchst du ja also mit der Handschrift, also ich würde sagen, wenn ich mit der Handschrift Tagebuch schreibe, dann bräuchte ich für eine halbe Seite in Text, Computer, bräuchte ich wahrscheinlich mit der Hand anderthalb Seiten. Weil ich sehr groß schreibe. Hm. Und mit Handschrift ist ja, also man braucht halt mehr Platz mit der Hand. Gut, der Harry Graf Kessler. Mhm. Ich hatte jetzt gesagt, es scheint für mich ein Mann Mitte, Ende 40 zu sein. Ich weiß es nicht, von wann dieses Porträt ist, was du mir gerade gezeigt hast. Mhm. Das ist von 1916. 1916. Genau, der ist 1868 in Paris geboren als Harry Clemens Ulrich Kessler. Mhm.
Und damit ist er ja im Ausbruch des Ersten Weltkrieges 32 bis 14, 46 Jahre alt. Das heißt, auf dem Bild ist er 48 Jahre alt. Ah, das stimmt ja dann ungefähr. Mhm. Ich war gut geschätzt. Und ich würde jetzt trotzdem schon mal spoilern wollen, bis wann lebte er denn? Bis 1900. Das könnte er 37. Genau. Ah. Also sie steigen erst beim sechsten Band ein, aber wir können noch bis in die 30er Jahre theoretisch Harry Graf Kessler Berichte. Also liebe Zeitreisende, der Vor-100-Podcast ist an Themen gesichert. Also da haben wir noch viel vor. Ich müsste nur irgendwann mal diese Tagebücher kaufen, weil irgendwann kann man die vielleicht nicht mehr so frei kaufen bei Amazon. Ja, das könnte sein. Muss ich mal immer machen, dann sind wir da auf der sicheren Seite. Darf man uns auch gerne schenken. Aber nee, müsst ihr nicht, die sind ja nicht umsonst. Aber ich muss sagen, ich habe das Buch jetzt wirklich seit über ein Jahr und ich schleppe das überall mit hin. Auch beruflich habe ich das dann immer dabei, diesen Riesenklotz. Und mir macht es Spaß, da drin zu blättern. Ich markiere mir auch alles mit so Anmerkungen und ich finde es auch immer lustig, wenn man irgendwo im Zug sitzt oder irgendwo und dann mit diesem Klöppel auflegt. Okay. Ja, also das stimmt. Wir hatten diese eine Folge, wo wir Night of the Pots waren. Da hattest du schon mit Harry Graf Kessler angefangen. Das war letztes Jahr im Februar. Mhm. Also wirklich, seit einem Jahr hast du dieses Buch schon immer dabei. Wahnsinn, was man da alles rausziehen kann. Aber wollen wir mal langsam anfangen? Ja, und zwar genau. Was zeichnet Harry Graf Kessler aus? Also er ist ein Mann mit vielen Gesichtern. Er hat Widersprüche in seiner Biografie. Ein Widerspruch ist, er ist ein Kosmopolit, das heißt, er ist in der Welt zu Hause, hat ein fein gewebtes Netz von Bekannten, Freunden und Weggefährten. Weit gereister Weltbürger, also man würde sagen, eigentlich ein Globetrotter. Ein Globetrotter, ja. Oder Globetrotter, wie spricht man das aus? Ja, ein Globetrotter, du hast es schon richtig gesagt. Ein Weltreisender, oder ja, genau. Ein Kosmopolit, das kann man ja heute noch sagen über so jemanden. Ja, genau, ja. Und also es ist schon so jemand, der auch so Prominente kennt. Ne? Und was denkst du, wie ist seine Meinung zur deutschen Kriegspolitik und generell, was hält er davon, sein Vaterland zu verteidigen? Also mit dem Vorwissen, was ich habe, würde ich sagen, er ist, und weil du auch schon gespoilert hast, dass er sehr viele Widersprüche hat, würde ich sagen, dass er trotzdem einen starken Nationalgedanken hat, dass er sich dem Deutschen Reich stark verbunden fühlt und zumindest den Sieg des Deutschen Reiches schon fokussiert. Ja, also er vertritt weitreichende Annexionsforderungen, also dass imperialistisch große Gebiete annektiert werden. Belgien wahrscheinlich. Erstmal Gebiete, irgendwelchen. Allgemein. Allgemein Gebiete. Und meldet sich halt auch zum Dienst halt beim Ausbruch des Krieges und beschreibt im November 1914, nimmt er sozusagen in Ostpreußen an den Krieg auch teil. Die ersten zwei Jahre hat Kessler an der Front aktiv gekämpft. Das ist eine Geschichte, die wir nicht erzählt haben, die aber in den ersten zwei Jahren stattgeführt hat, war er wirklich an den Kämpfen beteiligt. In der Ostfront, der war auch an Werder. Sozusagen, also er weiß, was Krieg bedeutet. Und er beschreibt im November den Krieg als immense cook tour through a country where another touring party are trying to stop you. Also zwischen einer riesigen Tour eines Kochs, wo halt eine andere Gruppe, die auch das Land reist, versucht dich immer wieder aufzuhalten von deiner tollen Tour, wo du rumkochst. Mhm. Also er sieht es eher so ein bisschen wie auch seine Zeitzeugenden sehr romantifiziert. Also das als Abenteuer. Es ist interessant, so eine Worte von jemandem zu hören, der tatsächlich zwei Jahre lang an der Front mit, auch bei Werder, mitgekämpft hat. Das hat er November 14 gesagt. Ach so. Bei Kriegsausbruch, ja. Aber ja. Also der war dann doch im Zeitgeist verhaftet. Und was auch interessant, was auch ist, von ihm stammt auch Aussagen, ist halt aber auch gemein. Der hat halt da jeden Tag seine Gedanken reingeschrieben. Und ich meine, jeder von uns sagt auch mal Sätze, gerade so zu sich selber, wenn keiner dabei ist, die jetzt nicht unbedingt in die Öffentlichkeit gehören. Mhm. Meistens merkt man das dann doch selber, was man da für einen Krempel erzählt. Und sagt es halt dann nicht bei wichtigen Veranstaltungen. Ja. Aber das ist etwas, was jeder, der Tagebuch schreibt, feststellt. Ich habe ja auch mir teilweise Texte durchgelesen, die mittlerweile 5 Jahre alt sind. Mhm. Und ich könnte diesen 24-, 25-Jährigen durchs Papier ziehen und dem eine klatschen links und rechts, was für Mist der da eigentlich von sich gibt. Ja, ja, ist halt so, ne? Er hat zum Beispiel gesagt, und das ist wirklich extrem befremdlich, gerade aus heutiger Sicht, er hat im Oktober 16 vorgeschlagen, wir haben ja in Polen ganz schön viele Juden und die sollte man doch zwangsweise Munitionsfabriken verwenden.
Jo. Ist eine harte Aussage. Ist halt, der Satz steht so drin in diesem Tagebuch, ne? Damit kannst du auch jemanden festnageln. Also ist natürlich, ne, aus heutiger Sicht, ja, ich sage dazu nichts. Ich möchte einfach auch diese, aber es ist halt immer auch einfach, aus heutiger Sicht Leute zu bewerten. Ne? Also da muss man auch vorsichtig sein, dass man, wenn man aus 100-jähriger Sicht dann Dinge sich durchliest, dass man die Leute halt auch in dem Kontext bewertet. Ne? Genau, und damals war, ich möchte es in dem Sinne einfach nur anmerken, dass damals, dass jede Nation halt ihre Kolonien sozusagen für den Krieg eingespannt haben. Also die afrikanischen Kolonien aller europäischen Nationen wurden für den Krieg eingespannt und die Arbeitskräfte auch dazu genutzt, die eigenen Ziele voranzutreiben. Und das war jetzt aber, die Aussage ist halt natürlich durch den Holocaust sehr, 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 sehr feurig. Ja. Aber diese enorme Spannbreite ist halt einzigartig, weil er ist auf der einen Seite der typische Vertreter seiner Zeit, romantifiziert den Krieg am Anfang, möchte sein Vaterland verteidigen, möchte, dass das Deutsche Reich seinen Platz in der Welt bekommt, das es aus seiner Sicht verdient. Gleichzeitig hat er halt 10.000 Bekannte, also Hugo von Hofmannsthal, ein bekannter Autor, beschreibt sozusagen seinen Freundeskreis als 10.000 Bekannte. Von Kessler ist auch bekannt, dass er schwul ist. Mhm. Hatte aber in diesem Tagebuch, habe ich noch nie einen Verweis darauf gelesen. Also in dem Tagebuch wurde das gar nicht beschrieben. Natürlich nicht. Aber ich vermute mal, dadurch hatte er halt auch viel, also mehr Zeit, auch seine Freundschaft zu pflegen, als jemand mit einer Familie und 6 Kindern. Ne? Eine Spekulation, ohne Wissen. Ist naheliegend. Wäre jetzt eine naheliegende Vermutung. Ich sage das jetzt einfach so und kann ich aber nicht beweisen anhand von Aussagen in diesem Tagebuch. Ja, ist naheliegend. Und er kennt halt wirklich im Auswärtigen Amt die wichtigsten Leute. Er kennt den Außenminister des Deutschen Reiches. Er kennt viele Publizisten und Chefredaktoren von Zeitungen. Er kennt die künstlerische Avantgarde wie Georg Grosch, den er auch vom Fronteinsatz geschützt hat. Ein großer Künstler, Wieland Herzfeld, John Hartfield. Er schützt junge Schriftsteller, die mit Drogenexzessen kämpfen, wie ein Johannes R. Recher. Er diskutiert mit René Schickerle, den kenne ich auch. Das ist ein bekannter Schriftsteller. Der ist im Elsass geboren, aber in Deutschland zu Hause. Mhm. Hat natürlich dann später nochmal Relevanz. Und diskutiert auch dann mit diesen Leuten intellektuell auf einem sehr hohen Niveau und auch doch auch schon Mehrwert bietend über die Möglichkeit, wie kann ich eine Aussöhnung mit Frankreich erhalten. Und diese Spannbreite ist halt auch interessant, weil wenn das jetzt jemand wäre, der so mega schlau ist und den Krieg verachtet und deine Zeitgenossen verachtet und das gar nicht nachvollziehen kann, wäre moralisch vielleicht aus heutiger Sicht auf der richtigen Seite, aber dann wäre das Ganze auch wesentlich weniger spannend, weil das so viel interessanter ist durch eine Brille von einem Zeitgenossen und auch von jemandem, der auch die Meinung vertritt, die ich gerade genannt habe. Ne? Also Deutschland soll viele Gebiete über den Krieg gewinnen, wie der damit umgeht. Ja, da stimme ich dir zu. Und er wird auch dadurch zum wandelnden Widerspruch. Und ist jetzt zum Zeit, wo das geschrieben wird, auch kein Demokrat oder Republikaner. Auch das finde ich spannend, weil ich würde zumindest gern verstehen wollen, wie solche Leute denken. Was würdest du meinen? Also tendiert er in eine Richtung eher oder ist er da so zwischendrin? Jetzt spekuliere ich wieder. Mhm. Ich kann das gerade nicht nachweisen, was ich sage. Also er ist auf jeden Fall ein totaler Elitarist. Also man merkt schon, er ist schon ein kleiner Snob und er ist schlau und weiß das aber auch und hält von vielen seiner Zeitgenossen, wenn sie nicht gerade die coolsten Künstler und Schriftsteller überhaupt sind, nicht besonders viel. Ja, wir haben das auch in den einen, es gibt einen Spruch von ihm, das haben wir auch auf unsere Seite geschrieben, da, ich weiß gar nicht mehr, wen er beschreibt. Aber so ein General vom Bartenwerfer. Ach, General vom Bartenwerfer war das, genau. Und aber auch, ich glaube, es waren zwei Personen, ja. Ich glaube, es war das der Außenminister sogar, von Zimmermann, der mit dem Telegramm, ich glaube, der war das auch. Also ich kann mich daran erinnern, dass er von Zimmermann nicht viel hält. Ja. Es könnte sein, dass er auch diesen Spruch gebracht hat. Er hat ihn zweimal schon gebracht, sag ihn nochmal. Ich muss nochmal auf die Seite gucken, um ihn genau zu zitieren, aber es ist so viel wie, er operiert mit beschränkten intellektuellen Mitteln optimal. Nee,
er operiert mit beschränkten intellektuellen Mitteln geschickt. Ach, geschickt. Genau, das Wort geschickt ist auch noch so geschickt gewählt. Und das ist, das sagt sehr viel über, also wer solche Sätze sagt, in vollster Überzeugung, das sagt sehr viel. Ne? Also der ist schon sehr elitär, hält sich auch für überlegen. Hm. Mein Eindruck, er ist es auch, ja, also er kann halt mehrere Sprachen, der weiß schon viel. Hängt es aber raus, glaube ich nicht, dadurch nicht immer. Also wenn er, glaube ich, einen für blöd hält, ist der, würde ich ihn vermuten, ist er nicht so sympathisch und du wirst auch von ihm nicht ernst genommen. Mhm. Hat eine sehr tolle Beobachtungsgabe und wir haben auch diesen Satz bei unserem Twitter-Kanal genommen. Also ich finde ihn super. Ja. Wir operieren mit beschränkten intellektuellen Mitteln geschickt. Ja, ist super. Ja. Gut. So viel erstmal als Einstieg zu Harry Graf Kessler, also eine Person, die sehr viele Konflikte hat. Beziehungsweise sehr widersprüchlich ist und in den ersten zwei Jahren anscheinend im Krieg war. Und wir haben jetzt sein Tagebuch von 1916 bis 18. Genau. Und also in den letzten Folgen hast du immer einen Harry Graf Kessler Teil gebracht und da fing es ja an mit der Schweiz letztendlich. Richtig, also genau. Und wir haben schon sehr viele Zellen, tolle Stellen berichtet, zum Beispiel die innerste Zelle. War ja auch von ihm, also in der Zelle war der Besuch am großen Hauptquartier, wo er war. Und Gustav Stresemann wird von ihm als amusischer Dresdner Rechtsanwalt beschrieben. Mhm. Gustav Stresemann war eine sehr hohe Person und als amusischer Dresdner Rechtsanwalt, das nimmt den Typen jede Würde, herrlich. Ja, das ist eine, also abgesehen davon, was das aussagt über die Person und das ist etwas Verachtendes, aber diese Wortwahl ist einfach herrlich, zum Abfeiern. Subtil und böse. Den wir vorstellen, oder ich würde mich selber als amusisch Berliner Berater. Ja, als amusisch Berliner Berater oder amusisch Berliner, also das ist herrlich. Ja. Einfach amusisch, ein Ort und jeder Beruf klingt absurd. Amusisch, amusisch Stuttgarter Bäcker. Ja. Ich bin ein amusischer Stuttgarter Bäcker. Okay, ich hau auf den Tisch, okay. Ja. Ja, und aber du, genau, er ist jetzt in der Schweiz, ne? Also damals fing es an, du erwähntest, der ist in der Schweiz und gibt Feste. Mhm. Und wird dann, er hat eine Mission und reist letztendlich durch ganz Deutschland. Ja, er betreibt Kulturpolitik. Das ist das, was er macht. Kulturpolitik. Was ist das eigentlich, Luis? Ja, also Kulturpolitik hat zwei Ziele. Ja. Und das ist das, was er macht in der Schweiz. Ja, laut Harry Graf Kessler. Nee, laut der Einleitung zum Tagebuch. Laut der Einleitung zum Tagebuch. Gut. Ja, das ist meine Quelle. Gut, erzähl. Und zwar Ziel Nummer eins. Demonstration der vermeintlichen kulturellen Überlegenheit der eigenen Zivilisation, um damit die Moral der direkten Kriegsgegner zu unterminieren. Also letztendlich Harry Graf Kessler, ein Mann, der sehr viele Personen auch aus der Kunst kennt, soll sozusagen zeigen, das Deutsche Reich ist künstlerisch kulturell überlegen. Ich stelle mir gerade so ein Rap-Duell vor. Zwei Rapper, die dann so sagen, ey, wir haben Goethe. Und dann sagt der andere, ja, ey, wir haben Victor Hugo. Und dann der nächste, ja, aber wir haben Schiller. Und dann sagt der andere, wir haben Balzac und wir haben die Mode. Ja, und also, so stelle ich mir das gerade vor. Ja, das ist ein Battle of the Art. Also sehr, sehr lächerlich. Ja. Und zum anderen geht es halt darum, die neutralen Staaten sozusagen durch die eigenen kulturellen Aktivitäten zu überzeugen, dass sie ins Lager des eigenen Blocks kommen und dass die entweder auf der einen Seite in den Krieg eintreten oder man mindestens die notwendigen Importgüter auf diese Weise sichern kann. Das ist auch interessant, weil das ja in einer Zeit ist, in der der Propagandakrieg auf einmal ausbrach, 1914, und es, glaube ich, vorher nicht so einen starken Propagandakrieg bisher gab. Und da muss man natürlich auch in der Hinsicht an seine Reputation ein bisschen noch denken und die vorantreiben und sich gut stellen bei allen noch neutralen Staaten. Und dass man also doch nicht der böse, kinderfressende Deutsche ist, der Belgien überfällt und Frauen vergewaltigt, sondern dass man das Land der Dichter und Denker ist. Ja. Interessant. Also so viel zu den Aufgaben von Harry Graf Kessler. Er betreibt Kulturpolitik. Genau. Mein Zitat am Anfang. Meine Aufgabe ist, das Misstrauen der Franzosen zu zerstreuen, für meine Person ihr Vertrauen zu gewinnen,
damit auch jemand da ist, mit dem sie sprechen mögen, falls der richtige Moment gekommen ist. Das ist auch wahrscheinlich für dich deutlich besser, wenn du jetzt im Elsass-Lothringen bist und Umgebung und in Frankreich bist, dann wenn du mitbekommst, dass der Deutsche doch kein so böser ist, und dann ist es für dich viel leichter zu akzeptieren, dass vielleicht Elsass-Lothringen im Deutschen Reich bleibt, als wenn du immer nur hörst, es ist dieser kinderfressende Vergewaltiger, der Belgien überfallen hat. Ja. Das ist, wiederhole mich da vielleicht, aber, nein, aber das möchte ich nochmal so sagen. Aber das ist halt auch einer der wichtigsten Schritte für einen möglichen Frieden, ne? Und das macht er halt in der Schweiz. Ja. In der Schweiz, wo ja auch Lenin um die Zeit war. Mhm. Und was macht er jetzt da in der Schweiz? Ja, vielleicht gehen wir ganz kurz nochmal darauf ein, warum die Schweiz, warum ist die so wichtig? Ja. Ja. Das ist ja sozusagen der Rahmen, in dem sozusagen dieses Tagebuch spielt. Und es hat die Insel des Friedens, umgeben von kriegsführenden Mächten. Und jede Nation hat halt ihre Agenten und ihre Spitze, ihre Spione in der Schweiz. Und die betreiben dort unter anderem Kulturpolitik, was wir gerade genannt haben. Also nicht nur das Deutsche Reich setzt auf Kulturpolitik, sondern natürlich haben auch die Großbritannien, Frankreich, alle ihre jeweiligen Vertreter der Kultur dort in der Schweiz. Und die sind dann wahrscheinlich so wie in einem alten Agentenfilm und sitzen am Tisch. Und der eine tut so, als ob er Zeitung liest, guckt aber durch zwei Gucklöcher und hört mit, was der andere sagt. Ja, aber macht ja Sinn, weil man kommt ja, die wurde ja nicht miteinander gesprochen. Und ich stelle mir das so ein bisschen vor wie West-Berlin. West-Berlin in den 80ern, ja. 70ern, so ein bisschen vergleichbar. Könnte sein. Und viele Teile von seinem Tagebuch spielen in Bern. Das hatte vor 1914 noch das Charakter einer provinziellen Kleinstadt. Und man sieht halt auch die Wichtigkeit der Schweiz, dass alle kriegsführenden Länder ihre Personal erheblich ausweiten, verstärken. Was würdest du schätzen, wie viele Leute haben in Spitzenzeiten in der deutschen Botschaft in der Schweiz, in Bern gearbeitet, nur in Bern, in Spitzenzeiten? Boah, da kann ich gar nichts abschätzen. Keine Ahnung. Gearbeitet richtig, festangestellt oder hielten sich dort auf? Wonach hast du jetzt gefragt? Ich würde es weiter formulieren, zugeordnet. Zugeordnet. Also ich glaube dreistelliger Bereich. Sag mal eine Zahl. Ich sag 100. 500. 500, aber dreistelliger Bereich. 500, also das Fünffache von dem, was ich jetzt erwartet habe. Hier ist auch ein Bild von dieser Gesandtschaft drin. Ist heute immer noch die deutsche Botschaft in der Schweiz. Also wer mal in Bern ist, kann zur deutschen Botschaft fahren. Und das ist das Gebäude, wo vieles von dem, wo er immer Romberg seinen Chef besucht und Bericht erstattet, der Harry Graf Kessler. Also wenn ich mal in Bern bin, ohne Scheiß, ich gehe da hin. Ja, ja. Und dann kann ich mich so ein bisschen von der Aura von Harry Graf Kessler, vielleicht lerne ich dann ja doch Spanisch auf die Art und Weise. Spanisch kannst du auch auf andere Art und Weise lernen. Aber gut, zu Romberg kommen wir später nochmal, nicht wahr? Ja, da werden wir auch nochmal kurz zu sagen. Das ist sein Chef. Das ist der deutsche Gesandte in der Schweiz. Konrad Gisbert Freier von Romberg. Ich habe mal ein Bild von ihm. Ich habe daneben Chef geschrieben. Also es ist für ihn sein Chef, weil das ist sozusagen der Einzige in der Schweiz, von dem er bis jetzt in seinem Tagebuch den er Bericht erstattet. Ansonsten habe ich noch nie erlebt, den ein Jahr, wo ich sein Tagebuch parallel lese, dass er irgendjemand anders da Bericht erstattet oder irgendeinen anderen, weil ansonsten geht ein Harry Graf Kessler direkt zum Außenminister, ist ja klar. Ja, auch, warum auch nicht? Ja, und frühstückt mit dem. Ja. Ja, also so macht Harry Graf Kessler-Style, sage ich nur. Und der Romberg sieht aber auch so aus wie jemand, das ist halt ein Chef von so einem geheimen Agent. Er hat deutsche Züge, aber das könnte auch genauso gut ein Brite sein. So ein MI6. Ja. Chef, ne? Ja, so vornehm. Also man sieht leider nur seinen Kopf, aber ich kann mir da richtig so einen Anzug darunter vorstellen. Und sehr auf sein Äußeres geachtet. Aber wahrscheinlich auch sehr zurückhaltend. Ja, es könnte auch so eine graue Eminenz sein. Und sehr diskret. Ja. Und der interagiert mit seinen vielen intellektuellen Mitteln äußerst geschickt wahrscheinlich. Ja. Und die Versetzung in die Schweiz, interessant, war nicht ganz sein freier Wille. Also er wurde da wirklich hingesetzt, aber er hat das weder angetriggert, noch wollte er das aktiv. Er hat sicherlich wahrscheinlich auch, gibt schlimmere Schicksale, er wollte das aber nicht. Er wollte halt an die Front und sein Land verteidigen und wollte jetzt nicht an der Front abgezogen werden. Es gibt Spekulationen, dass er einen Nervenzusammenbruch hatte, sozusagen dann 1916 am Anfang
bevor dieses Tagebuch losging. Mhm. Das ist aber in seinen Tagebüchern natürlich nicht vermerkt. Mhm. Und Spekulation. Aber das ist Spekulation ist wichtig genug, dass in dieser Einleitung zu dieser ungekürzten Aufgabe, und das sind schon Historiker, die alles mit Quellen und Dings beweisen, haben die das reingeschrieben. Also ist es eine sehr, sehr anerkannte Spekulation. Ne? Mhm. Als Grund dafür, dass er das nicht wollte, ich meine auch schon mal von dir gehört zu haben, dass er eben nicht den Eindruck erwecken wollte, dass er sich vor der Front drückt. Richtig, genau, das ist sein Eindruck. Er hatte ganz viele Seilschaften, weil natürlich war er in den Bonner Borussen, einer Studentenkorpsschaft, da so auch Mitglied, und so eine Seilschaft hat ihn dahin versetzt. Und die Seilschaft, Eberhard von Bodenhausen, hat halt wirklich Werbung gemacht, weil er gesagt hat, der Typ, der kennt wirklich jeden, aber auch jeden. Nenn ihn mir, er kennt den, den müssen wir in die Schweiz schicken. Und das ist, so kam er da halt hin und betreibt halt Kulturpolitik. Und ich werde mal ganz kurz so zwei, drei so Gestalten beschreiben, von denen er erzählt. Und zwar, er hat eine Griechin kennengelernt mit dem Namen Psycha. 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 Und diese Psycha, was macht die so besonders, dass er sie im Tagebuch erwähnt? Das ist ihr Name. Und bei gelegentlichen Treffen erzählt sie ihm Geheiminformationen über die Lage in ihrer Heimat. In Griechenland, die ja zu welchem Zeitpunkt jetzt, 1916? Ja. Noch sehr, sehr brisant ist. Ja. Denn Griechenland ist noch nicht im Krieg zu der Zeit. Genau. Oder er lernt einen Herr Asriel kennen, der wie ein Erzengel heißt und behauptet, Türke und im Dienste des deutschen Nachrichtendienstes zu sein, 1917, Februar. Mhm. Und er möchte mit ihnen über Propagandafragen sprechen. Und gleich zu Beginn hat er auch noch in Bern kennengelernt eine sehr hübsche Amerikanerin, die ihm über die angeblich verzweifelte Stimmung der Zivilbevölkerung in Paris berichtet und von der er nur lapidar meinte, wahrscheinlich eine elegante Spionin. Ah ja, also die Falschinformationen verbreiten wollte. Und da, wer weiß, also das wusste er selber auch nicht. Mit solchen Leuten trifft er sich dort in der Schweiz. Was würde sie schätzen, was hat man so als Startbudget? Also man ist jetzt Harry Graf Kessler und wird von der Front in die Schweiz versetzt, um Kulturpolitik zu betreiben. Was kriegst du für ein Budget? Anstandslos auch genehmigt? Also ich möchte da keine Zahlen nennen. Ich sage einfach das, was du willst. Also wie gesagt, so Arbeiterlohn 100 Reichsmark ungefähr, 70 Reichsmark, 110 Reichsmark ist schon gut. Er hat anstandslos 1 Million Reichsmark Budget bekommen. Das ist der Wahnsinn. Also das ist schon relativ viel. Das ist nicht nur relativ viel, das ist sehr, sehr viel. Das kann ich jetzt nicht umrechnen in die heutige Zeit, aber da... Aber das reicht, also das ist die Größenordnung, dass du... Das ist Wahnsinn. Also er hat überlegt, eine Zeitung zu kaufen. Das ist gigantisch. Er wollte in der Schweiz eine Zeitung kaufen. Das war eine seiner Sachen, das hat er nicht geklappt, er hat überlegt, eine Zeitung zu kaufen, um halt dann natürlich als Eigentümer der Zeitung die eigene Propaganda halt zu betreiben. Mhm. Er wollte eigene Filme produzieren lassen von dem Geld. Ich glaube, er hätte sogar ein Filmfestival damit machen können oder was ich was alles. Also das ist schon ziemlich viel Geld. Aber so viel Geld brauchte er auch, denn er hat ja auch schon einige Feiern gegeben. Mhm. Wo ja auch nur die Reichsten und Schönen und Bekanntesten kamen. Mhm. Wo wir damals ja noch nicht wussten, dass die Toilette die Abendgarderobe ist. wir haben sehr viel Rückmeldung bekommen, weil wir nicht wussten, dass die mit Toilette ja damals die Abendgarderobe der Damen meinen. Ja. Steffen, positiv formuliert, wir lernen einiges hierbei. Also ich muss sagen, ich habe sehr viel gelernt in diesem Buch. Ja, wir interagieren mit beschränkten intellektuellen Mitteln geschickt. Und das... Aber wie? Also ich brauche meine beschränkten intellektuellen Mitteln wirklich jedes Mal, wenn ich dieses Buch lese. Ja. Ich merke, wie beschränkt ich da bin. Aber geschickt agieren machen wir hoffentlich. Ich denke doch. Ja, so. Okay, dann haben wir die Lage in der Schweiz. Und als letzten Punkt für diese Folge wäre jetzt die Frage, Steffen, was würdest du sagen? Hat er Einfluss auf den Kriegsverlauf mit dem, was er so macht, mit seinem ganzen Krempelzeug? Also ich finde, was noch so ein bisschen unterging, ist ja, dass er sich nicht nur mit ganz vielen Leuten dann auch trifft, unter anderem auch Außenminister, sondern dass er ja auch über was er spricht, nämlich vor allem über
ja, Gebietsannexion, Elsass-Lothringen, möglicher Friede, Loskopplung von, also das Gebiet des Elsass-Lothringen, Loskopplung von Frankreich und dem Deutschen Reich, so eine Zwischenlösung, dass er das mit den Leuten diskutiert und auch den Franzosen mit indirekt unterbreitet, also als Vermittler fungiert. Alles indirekt immer, nicht direkt zu den Franzosen. Ich finde, das ist schon eine kriegswichtige Position. Aber du, meine Frage, meinst du, er hat Einfluss auf Kriegsgeschehen? Ja, nein. Das weiß ich nicht. Also, wenn er sich jetzt mit so dem Außenminister vom Deutschen Reich trifft und mit dem frühstückt und den so Ideen nennt. Pass auf. Dann erstmal so ein Keim im Kopf ist, dann kann der auch wachsen und als Idee sich verfangen. Das ist, man weiß es nicht. Also pass mal auf, ein Hamster hat einen Einfluss auf ein Kriegsgeschehen von null. Ein göttliches Wesen hätte einen Einfluss von 10. Und ich würde sowas wie einen Hindenburg eine 8 geben. Auf dieser Skala. Hindenburg eine 8? Ja. Weil ich würde Hindenburg ja sogar eine 9 geben. Ja, aber ich meine, ist schon noch, er muss schon sich noch mit Ludendorff abstimmen und er hat ja noch andere Abhängigkeiten da in dem komplexen Apparat. So alleine kann er auch noch nicht so sehr viel machen, aber nicht, deswegen hätte ich eine 8 gegeben, aber dann von mir ist auch eine 9 und ein allmächtiger Gott, ja, der machen kann, was er will, der kriegt eine 10 und ein Hamster eine 0. An dieser Skala, was würdest du Harry Graf Kessler geben? Ich würde ihm eine 4 oder 5 geben. Sehr viel, also das wäre jetzt für mich sowas wie auch ein Oberbefehlshaber einer Armee von 400.000 Soldaten. So, und der Größenordnung. Na, dann würde ich ihm eher eine 4 geben, wenn für dich so. Für mich so ein Armee-Oberbefehlshaber. Dann würde ich ihm eine 4 geben, einfach weil er Ideen, weil er Keime wachsen lassen kann. Er ist ein Botaniker. Aussetzen kann, meine ich. Ein Botaniker. Okay, ja, ist schon klar. Ja, deswegen. Also, das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Okay, eine 4. Da würde ich jetzt sagen, die Frage werden wir gleich auflösen. Ich würde es nochmal zurückstellen. Da gibt es eine Bewertungsskala in dem Buch? Nein, das nicht, aber ich gebe dir gleich nochmal meine Meinung dazu. Achso, und das ist ja die richtige. Und da ich der Typ mit dem Buch bin und es zum Schluss kommt. Gut. Ja, jedenfalls. Ja, wenn der Kuchen spricht, dann schweigen die Krümel, ich verstehe schon. Nein, das nicht. Also das Lothringen. Das ist sozusagen ein Gebiet zwischen Rhein und den Vogesen. Und das kam aus strategischen Überlegungen nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1871 im Deutschen Reich. Bismarck damals wollte das nicht, aber alle anderen, das Militär und die Bevölkerung, wollte unbedingt ein Gebiet annektieren. Und da haben die halt dieses Elsass-Lothringen annektiert. Teilweise deutschsprachig östlich, teilweise französischsprachig. Elsass-Lothringen ist nicht sowas wie Bayern, ein homogenes Gebiet, sondern das sind einfach so mitteleuropäische Gebiete von der Grenzregion. Da hast du halt deutschsprachige, französischsprachige und die wurde halt völlig willkürlich eine Linie gezogen und die sind jetzt beim Deutschen Reich. Das ist auch etwas, was sich durch die Geschichte zieht, dass immer, wenn man auf die Idee kommt, einfach mal durch ein Gebiet einen Strich zu ziehen, das ist immer eine schlechte Idee. Ja, siehe Afrika oder Nahe Osten. Ja, oder Nahe Osten, super. Ja, ja, ist großartig. Quatsch ist das. Ja, aber gut, macht dir auch den Schimmer vor, wenn wir uns mit den Österreichern in ein Land stecken. Ja. Das wäre ja furchtbar. Hat man ja gesehen, was bei rauskommt. Ja. Böse, jedenfalls. Weil das halt auch und dann dazu kommt, ist aber noch, hat man dieses tolle Elsass-Lothringen aus deutscher Sicht. Aber das Geile ist ja, man vertraut denen nicht. Man hat ja kein Vertrauen in die, weil das sind ja halbe Franzosen. Ja. Die wurden auch im Ersten Weltkrieg an die Ostfront eingesetzt, weil man denen nicht vertraut. Weil man Angst hat, die verbrüdern sich bei den Franzosen. Das ist auch etwas, was Österreich ja gemacht haben in Tirol. Die haben ja Angst gehabt, dass die Leute, die dort Verwandtschaft in Italien haben oder italienischer Abstammung waren, dass die sich auf Seiten der Italiener schlagen. In Österreich hatte damals einen Kriegshafen an der Adria und deswegen Italiener auf eigenem Gebiet, genau, war das gleiche Problem. Und in Frankreich werden halt Bilder und Postkarten verkauft, die sehr, sehr beliebt sind, die halt in Tracht gekleidete Elsässerin zeigen, die sich einen schmachtend einem französischen Offizier an die Brust werfen. Hm. So denken die Franzosen halt darüber, während die deutsche Bevölkerung schließt es kategorisch aus, dieses Elsass-Lothringen in irgendeiner Form an Frankreich zurückzugeben. Das sehen die überhaupt nicht ein. Gleichzeitig trauen die denen aber auch nicht. Ja? Hm. Das ist wie, wenn ich zu einem Nachbar gehe, den aufs Maul haue, den seine Lieblingsvase
klaue, die bei mir ins Wohnzimmer stelle, ja. sie nicht verwende, weil ich dieser Vase nicht traue, weil sie kommt ja vom Nachbarn, den ich nicht toll finde, aber ja. ich gebe die auch nicht wieder raus. Ja. Und jetzt erwarte ich, mit den Nachbarn im Frieden zu leben. Ja. Und ich habe auch richtig was erreicht. Ja, gar nichts. Ne? Toll, ganz ja. großartig. Der Nachbar will unbedingt seine Vase zurück, die Vase will auch zurück. Ja, teilweise. Aber ich mache nichts mit der Vase, weil ich ihr nicht vertraue, aber ich rück ja. die nicht raus. Ja. Großartig. Und das ist die Situation, die wir halt haben. Ja. So, und als der Krieg losging, überzog die deutsche Militärverwaltung Elsaß-Lothringen mit einem dichten Netz von Überwachung und Repressionsmaßnahmen. Und ja, tolle Situation. Und jetzt das ist halt die Situation, die wir hier vorfinden. Und in diesem Bereich ist halt sozusagen Kessler sehr aktiv, weil er sagt halt, für ihn ist dieses Elsaß-Lothringen der Schlüssel, die entscheidende Frage für einen Verständigungsfrieden. Und er ist entsetzt, weil es gibt in der deutschen Regierung niemanden, der dafür zuständig ist, sich damit zu beschäftigen. Gibt es keinen Ansprechpartner. Und er erklärt sich sozusagen selber dazu und versucht halt, Berichte zu schreiben, mit Leuten darüber zu reden. Und das ist das, wo er die ganze Zeit versucht, wie du gerade selber gesagt hast, Keime in Hirne zu pflanzen. Ja, ja, der Botaniker. Der Botaniker. Er hat zum Beispiel die tolle Idee, ein Königreich Schwaben zu schaffen. Das ist mit Elsaß-Lothringen und Baden-Württemberg ein alemannischen Staat vor da. Gott, stell dir mal vor, das wäre es wirklich gegeben. Ja, wie einen alemannischen Staat. Gleichzeitig hatte er natürlich auch die Idee, dieses Elsaß-Lothringen, was als Reichsland direkt dem Kaiser untersteht und erst 1911 nach über 40 Jahren Besatzung rechtlich den anderen deutschen Fürstentümern damals gleichgestellt wurde, hat er die Idee, das sozusagen als Republik zu erklären unter deutscher Oberherrschaft. Ja. Das sind die Ziele, die man hat, um halt einen Frieden zu gelangen. Das ist auch gar nicht so schlechte Idee gewesen, fand ich. Hm? Das so ein bisschen zu entschärfen, das gehört halt niemandem offiziell. Und du probierst so eine Republik, ja. die auch nicht eigenständig ist, richtig, aber du probierst zumindest so einen Zwischenstaat dazu reinzupflanzen. Ist nicht die schlechteste Idee. Ja, ich meine, vor allen Dingen, den Deutschen kostet es nichts, weil im Endeffekt ist es doch auch relativ Banane, ob das so das Reichsland Elsaß-Lothringen ist, weil das ist ja, also das Deutsche Reich ist ja föderalistisch. Die Fürstentümer haben schon sehr viel eigene Macht, so ein bisschen Europäische Union mäßig. Also die haben auch eigene Armeeeinheiten und so und die haben sehr viel Macht in diesem Deutschen Reich und in Elsaß-Lothringen ist da auch eine gleichberechtigte Einheit, aber untersteht halt den deutschen Kaiser direkt. Weiß ich, Königreich Bayern gibt es einen König. Ja. Im Königreich Baden-Württemberg gibt es auch einen König. In Mecklenburg gibt es einen Fürst. Frag mich nicht, was das für ein Großherzog oder sowas. Und die haben halt keinen. Die haben halt den deutschen Kaiser, den preußischen Kaiser direkt dann halt als Obermufti. Genau, und das könnte man als Republik halt erklären. Harry Graf Kessler ist halt Harry Graf Kessler. Das heißt, er kann halt mit seiner Idee auch zum großen Hauptquartier fahren und dann vor Ludendorff und Hindenburg, die Stelle habe ich auch in der Folge erzählt, kann er halt dann seine Idee vorstellen. Weißt du noch, was da passiert ist? Ich glaube, die waren nicht so begeistert von der Idee. Genau, weil sie in den Elsässer nicht vertrauen. Und da meinten die, also wenn man das machen würde, da käme ja, hat Ludendorff so gesagt, dann käme ja kein guter Deutscher mehr zu sein Recht. Also die haben ja dieses Vasenproblem, diese Republik-Idee wird verworfen, weil man den Leuten da nicht traut und dann die Rechte der Deutschen in Gefahr sehen, angeblich. Das ist so die Logik dahinter. Das heißt, man kommt da einfach nicht weiter. Das ist halt total hirnrissig. Ja, weißt du, was er denn gemacht hat? Also ist er trotzdem noch bei seiner Idee geblieben und verfechtet die und probiert es weiter, oder? Ja, er verfechtet sie weiter. Und jetzt kann man halt nochmal sagen, das wäre jetzt meine Antwort zu deiner Eingangsfrage. Seine Berichte werden halt gelesen in Berlin, eifrig gelesen. Aber dieses ganze Propaganda-Auslandzeug ist ein Wirrwarr von Stellen und das geht da verloren. Also das hatte zumindest nachweisbar keinen entscheidenden Einfluss auf den Kriegsverlauf, wobei halt die entscheidenden Leute seine Ideen gehört haben und das hätte was bewirken können. Das wusste man halt vorher nicht. Also das ist, die Information kam an die richtigen Stellen. Also würdest du ihm auf der Skala eher eine 2 geben? Ja, ist halt die Frage, die, also als Wenn du jetzt sagst, wenn es eine Größe ist, Personen, die eine entscheidende Auswirkung haben können, 4 bis 5, Skala, die wirklich welche hatten,
Ja? Ja. Sozusagen, weil ich ja schlau bin. Und es war in der Vergangenheit ja. 2. Hm. Bin ich mit einverstanden. Kann ich mitleben mit der Skala. Sehr gut. Und ich würde auch sagen, hast du da noch irgendwelche Fragen zu? Nee, also ich denke, wir sind so weit erstmal gekommen, wie wir kommen wollten. Wir wollen ja nicht weiter spoilern. Wir sind ja der vor 100 Podcast, heute vor 100 Jahren. Und was mit Harry Graf Kessler noch passieren wird, das werden wir dann auf jeden Fall noch in den nächsten Folgen sehen und hören. Und wir werden sicherlich nochmal so eine zusammenfassende Folge über Harry Graf Kessler haben. Da können wir kurz teasern. Im Westen verworren, verfahren. Es gibt eine Entwicklung, die aus deutscher Sicht Hoffnung macht. Der Separatfrieden mit Russland. Dazu gibt es Verhandlungen in Brest-Litowsk. Und rate mal, wer natürlich daran beteiligt ist. Harry Graf Kessler. Und zum Schluss sind wir nochmal Luis und Steffen. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat oder auch nicht gefallen hat, könnt ihr uns einen großen Gefallen tun. Ruft uns doch bitte an unter der 030 814 55339. Das ist unser Anrufbeantworter. Da gehen wir nicht persönlich ran. Ihr könnt uns dort eine Nachricht hinterlassen. Bitte sagt an, wenn ihr nicht direkt in der Folge von uns eingespielt werden möchtet. Ansonsten könnt ihr auch info@verhundert.de eine Mail schreiben, aber 030 814 55339 bitte anrufen. Weiter könnt ihr uns unterstützen, wenn ihr wollt, unter Patreon, PayPal, Flatter, Amazon Wunschliste und auf Honig oder bewertet uns auf iTunes. Vielen Dank fürs Zuhören.